Hallo, herzlich willkommen, meine Tonschuhheads, hier zur ersten Sneak News Gerüchtefolge im Jahr 2017. Wirklich, diese Gerüchtefolge ist richtig pickepacke voll. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und schaut es euch an. So, los geht's. Und zwar mit dem ersten Schuh. Und zwar ist der Adidas Ultra Boost 3.0 Leather Grey. Ich schätze mal, im Jahr 2017 kostet 180 Euro wie alle Ultra Boost Modelle. Was ist so besonders an dem Schuh? Ja, er hat einen Leder Cage. Es gab schon vorige Modelle, also 1.0er und 2.0er, die halt auch einen Leder Cage hatten. Ja, aber dann beim neuen 3.0er ist es jetzt neu, dass sie am Heel Cage so eine Lederapplikation haben. Und da ist halt das Ultra Boost, was der Ultra Boost draufsteht, ist halt so ein Branding drauf. Echt geil, finde ich echt cool. An sich sieht er halt aus wie normaler grauer Ultra Boost, aber dann durch die Aufwertung da von der Lederapplikation echt cool gemacht. Ja, wir dürfen gespannt sein, wann er kommt. So, kommen wir gleich zum nächsten grauen Schuh, und zwar ist es der auch ein Adidas Ultra Boost 3.0 Mystery Grey. Ja, soll im Frühjahr 2017 kommen. Der Unterschied dazu ist jetzt, dass er kein Leder Cage bzw. Lining hat, aber dennoch ist es halt ein Must-Sell für alle Ultra Boost Fans, schätze ich mal, und hat einen grauen Cage, das Upper ist komplett grau und hat einen Heel Cage, der hinten schwarz ist. Das ist halt der Unterschied. Also komplett grau mit einem schwarzen Heel Cage, auch echt schick gemacht. Und ja, so, kommen wir jetzt auch noch weiter zum dritten grauen Schuh. Ja, ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen. Am 15.01. soll ein normaler grauer Ultra Boost kommen. Da sollen auch 3-4 neue Colorways wieder kommen. Und ja, aber der ist komplett grau. Hinten am Heel Cage ist er nicht schwarz, sondern grau. Ich denke mal, ihr habt jetzt genug graue Schuhe gesehen. Aber wir bleiben dennoch bei Ultra Boost. Und zwar, es soll auch ein neuer Triple Black Ultra Boost 3.0 rauskommen. Ja, ich denke mal, auch jetzt in den nächsten 2-3 Monaten sogar schon. Und dann hat sich Adidas überlegt, naja, machen wir einen schwarzen und dann machen wir natürlich gleich einen silbernen hinterher. Also soll auch ein silberner Ultra Boost rauskommen mit einer silbernen Midsole. Ja, der sieht echt cool aus, so zwischen weiß und grau. Echt geil. So, jetzt haben wir genug über Ultra Boost geredet, aber wir bleiben dennoch bei Adidas. Willkommen zum zweiten Gerücht, und zwar ist es der Adidas NMD City Sock Kollabo mit Miki Tai. Das ist ein Designer aus Tokio. Das sind jetzt die ersten Bilder aufgetaucht, wird wahrscheinlich auch dieses Jahr kommen. Ja, er ist komplett schwarz und innen auf den Halbkreis vom City Sock sind so japanische Schriftzüge drauf. Also da ist so ein kleiner Halbkreis. Und auf der Insole sind auch japanische Schriftzüge drauf, ja. Ich denke mal, das wird so wie so ein fashion-affiner Schuh sein, wo viele Fashion-Leute den haben werden. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der Preis sein wird. Vielleicht so um die 220 Euro und wird wahrscheinlich demnächst kommen. So, bleiben wir gleich beim NMD City Sock, und zwar NMD City Sock 2.0. Ja, das ist jetzt auch aufgetaucht. Ihr wisst ja schon, dass letzten Monat, beziehungsweise letztes Jahr, im Dezember, da sind ja die neuen NMD Air 2 Modelle rausgekommen. So ähnlich sieht der City Sock auch aus. Hat außen nur noch einen Baustein und oben an der Socke sind da so schwarz-weiße Streifen quasi im Wechsel. Ja, so viel dazu. Ich denke mal, dass da auch verschiedene Colorways dann wieder rauskommen werden. Wahrscheinlich wieder vielleicht ein Light Grey wie damals. Jetzt sind auch die ersten Bilder vom Kollabo aufgetaucht, also mit dem neuen City Sock 2.0, und zwar wieder White Mountaineering. Soll wohl am 16.01. bzw. 18.01. so um den Dreh kommen, also jetzt in knapp 2 Wochen. Und ja, ist auch gleich das neue R2 Modell. Kennt ihr auch, da gab es ja auch letztens den City Sock 1.0, haben wir mit Kollabo gemacht, eine ganze Kollektion, ob es Klamotten war oder Schuhe. Kommt jetzt in 2 Wochen raus und ja, ich denke mal, dass sie wieder sehr steil gehen werden und wir dürfen gespannt drauf sein. So, kommen wir jetzt zum nächsten Ultra Boost. Nein, Spaß, meine Freunde. Kommen wir zum Nike Air Max One 2017. Neues Jahr, neuer Shape, beziehungsweise ist es ja kein neuer Shape, ist ja ein alter Shape. Also der alte Shape vom Air Max One kommt zurück, und zwar hat er jetzt keinen Bananen-Shape mehr, sondern ist halt wieder der richtig geile Shape, wo du Kaugummis vom Boden aufheben kannst quasi, wa? Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall den alten Shape bekommen die ganzen Sneaker Air Max One Heads werden sich jetzt freuen. Ja, aber der Bubble ist kleiner als bei den OG-Modellen. Das ist halt neu. Sie haben halt den alten Shape zurückgebracht, aber eine neue Midsole halt mit dem kleinen Bubble. Das muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, aber dennoch auf jeden Fall geile Aktion. Wird, wie gesagt, zum Air Max Day kommen am 26.03. und ich denke mal, dass da auf jeden Fall noch weitere Colorways auftauchen, und der blaue Schuh, der jetzt hier eingeblendet wird, das ist halt der erste, beziehungsweise das erste Bild, was so vom neuen Shape aufgetaucht ist. Kostet wahrscheinlich 150, 160 Euro so um den Dreh, pipapo. Also ich freue mich echt auf den Release, echt coole Sache, und Air Max Day ist ja immer ein geiler Tag so. So, ich habe noch eine kleine Info für euch. Wir haben euch ja letzte Woche darüber berichtet, dass ein neuer Yeezy V2 White bzw. Beluga rauskommen soll. Ja, er soll wohl noch diesen Monat kommen. Es gibt eine Menge Informationen, dass er wirklich in diesem Monat schon kommen soll. Ihr erfahrt es natürlich bei uns zuerst, und ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir sind jetzt am Ende. Lasst natürlich ein Like da, kommentiert das Video und abonniert uns hier kostenlos auf YouTube, um nichts zu verpassen, meine Freunde. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Sneak News. Bis dann.
Ba-ba-da-ba-ba.